Ich grüße euch, Freunde, willkommen zurück bei ja, Call of Duty Modern Warfare 2 und mal gucken hier. Ja, da ist es, endlich ist es da. Modern Warfare 2 und wir können die Kampagne zocken, also Schlag, VRA. Machen wir mal gleich auf Veteran. Hau mal gleich durch da das Ding. Oh. Leider ein bisschen später, müsst noch arbeiten. Shadow 1 ist feuerbereit. Wir verlieren hier Zeit. Verstanden, Grace. Moment. Laswell, haben wir Bestätigung? Watcher 1 an Bravo 07. Bist du in Position? Fast da. Da kommt ein Heli. General Gobrani. Er ist pünktlich. Das muss man ihm lassen. Jetzt rauf da, finden wir heraus, was der mitten im Nirgendwo vorhat. Ist im Visier. Was siehst du? Bewaffnete Einheiten, Panzerwagen und Hardware. Alles russisch. Was zur Hölle wollen die Russen mit Gobrani? Sie versorgen den Iran. Waffenhandel. Haben Sie das, Shadow 1? Bestätigt. Zwei Fliegen, eine Klappe. Wir müssen Gobrani verifizieren, bevor wir das durchziehen. Ghost, kannst du den General identifizieren? Bewaffnete Eskorte um einen VIP. Die Russen freuen sich sehr, ihn zu sehen. Wird das letzte Mal für sie sein. Da ist er, wenn denn. Da, der da. Beobachte den VIP-Ghost. Das muss er sein. Ich sehe General Gobrani. Ja, dann ist Verstanden. Es da. Verstanden. An alle Einheiten, Ziel bestätigt. Shadow 1, Sie haben grünes Licht für den Start. Verstanden, Kommando. Ghost, du bist in der Gefahrenzone. Es wird ordentlich knallen. Verstanden, Freigabe. Schickt sie. An alle Einheiten, Shadow 1. Rakete bereit zum sofortigen Abschuss. Bereithalten für Start. Koordinaten drin. Ziel zugewiesen. Zwei. Eins. Gut! Rakete ist unterwegs! In der Fahrt. Benötigt manuelle Stabilisierung. Rakete auf ja, ist in Ordnung. Bei 065 Grad bin mit noch Mach da, 3, in der Mission. Höhe 500 Meter. Junge, da hätte ich jetzt nicht mehr die richtige Rakete. Das ist ein richtiges Fenster. Beibehalten. Auf Einschlag vorbereitet. Zeit bis zum Ziel. 5 Sekunden. Eliminierung in 3, 2. Okay. Verdammte Scheiße. Treffer. Ziel zerstört. Ey, wenn da noch was überlebt haben sollte, ja. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.